Da bin ich leider noch nicht weit gekommen hier. Die habe ich ja, wie gesagt, vom Schrottplatz. Habe sie mal eine Runde laden lassen, so bis 14 Volt knapp habe ich sie bekommen. Dann bin ich ungeduldig geworden, weil ich wollte das mal testen hier. 1000 Watt Billig-Inverter, ich glaube, was nicht, vor 5 Jahren 80 Euro gekostet das Teil. Mal gucken, ob es die heute überhaupt noch gibt. Also macht keinen richtigen Sinus, sondern nur sowas ähnliches, aber reicht für Heizstäbe, einwandfrei. Also Kaffeemaschine rangehangen, die 850 Watt zieht. Hier hat es dann 75 Ampere angezogen, was es aus der Batterie gezogen hat. Und seht ihr hier unten das Wasser? So viel heißes Wasser, mehr ist es schon wieder kalt, also lauwarm. Hat es mir rausgehauen und dann hat es angefangen mit Piepen. So, also das ist die Referenz. So viel Wasser muss das nächste Mal mehr rauskommen. Dann habe ich mehr Amperestunden der Batterie. Aber wer weiß, wie lang ging es denn? 2 Füllungen habe ich reingetan ungefähr. Also so 10, 20 Minuten ungefähr. Nicht einmal eine Stunde, also nicht einmal 75 Ampere waren in der Batterie gewesen. Waren vielleicht so 30 Amperestunden drin gewesen, jetzt mal so gesehen. Da ist auf alle Fälle noch was zu machen. Das erste Mal baden in der Hütte. Nachdem zu Hause das Waschmaschinen mit dem 1000 Watt so billig Inverter funktioniert hat, was mich übelst wunderte, ne, Kaltwaschprogramm. Und eine 100 Amperestunden Batterie, die hat locker ausgereicht für das ganze Programm. Also hat mich echt gewundert, sogar mit Schleudern konnte ich so hochdrehen, wie ich wollte. Also das funktioniert auf alle Fälle. Das hier ist jetzt in einer 850 Watt Kaffeemaschine. Und hier sind 7 Teelichter, dürften auch nochmal so um die, wie viel, 40 Watt pro Teelicht oder 80? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe hier mal ungefähr mit 200 Watt noch gerechnet. Ein normaler, von dem PC glaube ich, war da gewesen. Ne, so ein Wärmetauscher. Unten drunter halt schön ne, irgendwas aus Stahl. Ja, und dann dürfte da eigentlich nichts passieren. Ja, hier tue ich nebenbei noch meine Hausschuhe trocknen, weil da ist mir vorhin beim Auffüllen bei der Badewanne ein bisschen was daneben gegangen. Aber natürlich sowieso aufpassen wie Sau, ne? Mit Wechselstrom ist nicht zu spaßen. Aber was wir eigentlich gucken wollten. Nicht aufgeräumt. Ah, ist er wieder weg. Ja. Vorhin noch ein bisschen Krach gemacht, der Kleine. Naja, das nächste Mal dann. Dich habe ich heute ja gar nicht gesehen, du. Ich muss jetzt aber mal. Da unten bist du, ne? Hat sie geschmeckt, die Banane? Nicht schön. Ich muss ja mal was anderes gucken. So geht's nur weiter. Habe ich auch mal so einen Rocket Stove gebastelt. Ne, die ganz, ganz einfache Version mit so ein paar Muffen und so. So, wenn man hier oben genug Platz lässt, das heißt, dass der Zug sich richtig entwickeln kann, dann funktioniert das auch einwandfrei. Ja, dann kommt man mit ein bisschen Holz ganz gut aus. So, und hier drüber dann ganz normal der Wärmetauscher. Und ein bisschen Kupferrohr um die Esse gewickelt. Ja. Ja, das haben wir schon bei 35 Grad. Ja, ihr seht jetzt so ungefähr, wie viel drin ist. Und eine Ladung hat dafür gereicht, dass von, wie viel Grad wird es denn gehabt haben, vielleicht 10, 11 Grad. Ja, auf jetzt seine 35, 40 Grad, sodass man schön Hände waschen kann und alles. Ja, das funktioniert ganz gut. Es dampft zwar noch etwas, aber ich muss dazu sagen, es war eichnasses Holz gewesen. Sieht cool aus. Cool. Da ist er ja wieder, der Quantenwirbel. Kann man Bildschirmschoner von machen, oder? So schaut es nur aus, da Rocket Stove ist und hier hinten Wärme tauscht ist und hier oben über dem Kühler hoch noch mit.
Ja, so schaut es von drinnen aus. Hält ganz gut durch, auch wenn manchmal der Kühler hier oben, wenn es richtig lummert, so heiß wird, dass hier richtige Blasen nach oben schießen. Ja, aber das hat jetzt gute, jetzt habe ich 40 Liter drin, ne? Und ich glaube, weiß nicht, 6-7 Kohlen oder sowas habe ich gebraucht und 2-3 Äste zum Anfeuern. Ja, na gut, eine Stunde hat es schon ungefähr gedauert, aber trotzdem haben wir jetzt das vorher ungefähr 10-15 Grad warme Wasser auf erstmal gute. Handwarm ist es auf alle Fälle schon hier außen. Also wenn ich jetzt reingreife, ist bestimmt so 30 Grad bestimmt schon. Tja. Schön. Erstmal. Aber muss natürlich noch effektiver gehen. Ne? Habe ein bisschen recherchiert und bin über diese selbstgemachten Alkoholöfen gestolpert oder Ethanolöfen. Ja, das wird dann mein nächstes Projekt werden.